Alle Jugendlichen gebe ich den Tipp mit, bitte die Sprache sehr gut lernen und eine Ausbildung machen. Ich glaube, ich bin bestens integriert, zumindest halt in die Gesellschaft, in Österreich generell. Ich kenne mich aus halt in dem Land. Ich weiß, was von mir erwartet wird. Ich weiß, was auf mich zukommt. Ich habe die Staatsbürgerschaft bekommen und das ist auch doch ein guter und wichtiger Schritt Richtung Integration. Da fühlt man sich tatsächlich dann ein Teil der Gesellschaft. Aber was die Inklusion betrifft, da weiß ich jetzt nicht ganz, ob das tatsächlich so bei mir ist, also dass ich inkludiert bin in der Gesellschaft. Ja, wie gesagt, der Unterschied zwischen Integration und Inklusion ist der, dass die Integration, du bist als Mensch, du bist als Gruppe in diese Gesellschaft integriert zwar, bist aber nicht mit der Gesellschaft wirklich im Leben, sage ich mal so. Ja? Du lebst zwar in dieser Gesellschaft, bist nicht Teil der Gesellschaft, du hast nicht sehr viel mit denen zu tun, du verbringst nicht sehr viel Zeit mit dieser Gesellschaft, du lernst nicht oder hast nicht alles gelernt über diese Gesellschaft und das hängt nicht immer von mir ab. Meiner Meinung nach hängt auch von der Gesellschaft ab, in der ich gerade lebe, also halt von der österreichischen Gesellschaft. Das betrifft, glaube ich, nicht nur mich, sondern großteils der Neukommende in Österreich. Also ich bin im Jahr 2012 nach Österreich gekommen und für mich war schon am Anfang an klar, dass die Integration in dem Land bzw. in jedem anderen Land nur mit Sprache funktionieren kann. Und das war auch mein Schritt. Also mit dem Schritt habe ich angefangen. Also ab Tag 1 oder ab Tag 2 beziehungsweise habe ich angefangen, Deutsch zu lernen. Und das war schon damals der Schlüssel für meinen erfolgreichen Weg, wenn man so halt sagen möchte jetzt. Das war aber nicht nur, also die Sprache war nicht nur der Schlüssel halt dafür, sondern mit viel Engagement. Sprich, auf Menschen zukommen. Ich sage immer, mein Leben hat in Österreich mit dem freiwilligen Job, also mit der freiwilligen Arbeit angefangen. Da habe ich tatsächlich was gemacht. Da habe ich wirklich dann gefühlt, okay, da erlebe ich einen Sinn halt, dass ich halt überhaupt was machen kann. Weil vorher war irgendwie alles sinnlos. Also, okay, du könntest nichts machen, du hast die Chancen noch nicht, du beginnst erst die Sprache zu lernen, musst halt überall dort schauen, wo du halt was machen kannst, wo du was beitragen kannst, hier in der Gesellschaft. Und dann kam doch das Jahr 2015, wo ich dann mit der freiwilligen Arbeit begonnen habe, wo ich mich doch halt eingesetzt habe für Menschen helfen, also generell Hilfe bereitstellen halt für Menschen, die wirklich Hilfe brauchen. Sowohl Österreicher, die meine Hilfe bei der Sprache gebraucht haben, dass ich halt dann übersetze, aber auch die Neukommenden im Jahr 2015, nach der Flüchtlingswelle, September, August, Ende August. Dort habe ich dann begonnen mit der freiwilligen Arbeit und habe sehr viele Kontakte geknüpft, sehr viele wertschätzende Menschen kennengelernt, die bis dato sehr gute und enge Freunde von mir sind. All das hat dazu geführt, dass ich hier und jetzt dastehe, wo ich jetzt bin. Also das waren alle sehr große und wichtige Schritte, die mir geholfen haben bei der Integration, sage ich jetzt mal. Menschen, also Freunde habe ich gefunden in dem Sinne, dass sie auch die gleichen Schicksale wie meine haben. Und ich die dann halt entweder durch einen Sprachkurs, also Sprachmaßnahme gefunden habe, beziehungsweise in irgendeinem Verein, in irgendeiner Gesellschaft, Community oder ein Treffen halt, wo diese Menschen sich zusammentreffen. Das erste und das wichtigste Problem war das psychische Problem. Das kommt an der ersten Stelle. Dann kommt die Familie, weil mir ist meine Familie sehr wichtig.
Nach wie vor. Und die bleibt mir sehr wichtig. Also dieses familiäre Leben, dieses Leben halt mit der Familie, dass man halt aufeinander schaut und aufeinander aufpasst und, ist mir sehr wichtig. Und nachdem ich mich zumindest das Gefühl hatte, dass ich jetzt schon langsam angefangen habe, mich zu integrieren in dem Land, bleibt aber noch die Familie. Weil für Eltern, die ein bisschen alt sind, die sich auch nicht leicht haben, sich hier zu integrieren in dem Land, bleibt für mich auch als eine Hürde. Auf der einen Seite nicht dazugehörst hier in diesem Land, du aber auch nicht zu deinem damaligen Land oder zu deiner damaligen Heimat gehörst. Also du bist nirgendwo und du bist auch hier und hier. Also hier bist du verbunden und dort bist du auch verbunden. Hier musst du dich einfach zurechtfinden und dort vielleicht dann auch. Ich habe es auch vorher erwähnt, dass auch Integration manchmal auf beiden Seiten irgendwie sein soll. Und ich habe diesen Schritt oder beziehungsweise ich habe das gefühlt bei den Freunden, die ich damals schon kennengelernt habe, dass sie auf mich zugekommen sind, dass sie mich unterstützt haben, weil sie gemerkt haben, okay, das ist ein ganz normaler Mensch halt wie alle anderen, dass sie auch einfach so interessant zugehört haben. Ja, okay. Das habe ich vorher nie erlebt.